Alle Vorteile von dieser Insel haben natürlich auch seine Schattenseiten. Und gerade für uns Landwirte ist das eben, dass die Produktionskosten durch den Faktor Fähre extrem steigen. Ställe zu bauen, Häuser zu bauen, alleine das Bauen, das macht ungefähr 30, ich glaube, wir sind schon eher bei 35% Mehrkosten durch diese Transporte. Und genauso sieht das eben aus in den Produktionskosten bei den Tieren. Das, was wir jetzt als Landwirte noch entschädigt bekommen, das nennt sich die Ausgleichszulage. Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber das ist extrem wichtig, um auch auf diesen Standorten, die benachteiligt sind, weiter Landwirtschaft zu betreiben. Wir wohnen hier am Arsch der Welt. Es ist ein verdammt schöner Arsch, aber wir wohnen hier echt am Arsch der Welt. Und wir haben immer noch mal das gleiche an Fährfahrt mehr zu uns rüber. Wenn ich Monteur vom Förster hier rüberholen muss, ne, und den habe ich hier regelmäßig, wenn der aus der Tür aussteigt von seinem Auto, bin ich schon die ersten 500 Euro los. Momentan ist das so, dass die ersten 30 Hektar am besten vergütet werden. Ich bin eigentlich der Meinung, wenn Leute das als Hobby machen wollen, dann sollen sie es, dann brauchen die ersten 20 Hektar nicht vergütet werden. Wir haben uns wirklich schon an vieles angepasst und viele Maßnahmen ergriffen, irgendwas anders zu machen. Das Einzige, wo wir halt bis heute nicht gegen ankommen, ist dieser Gänsefraß, der Jahr für Jahr immer doller wird. Wir sitzen hier alle so zu, dass wir keine Futtergrundlagen in den Beständen haben. 30% mehr Fläche muss vorgehalten werden, um die Tiere satt zu kriegen. Das Umweltministerium hatte ich, meine ich, 200.000 Euro bereitgestellt, wo Landwirte sich mit Gänsefraß drauf bewerben konnten. Der Antrag sollte ganz einfach sein, ganz simpel gehalten. Ich habe da einen Tag vorgesessen und bin verzweifelt. Dann haben wir unsere Nachbarin dazu geholt, die ist Bankkauffrau. Dann haben wir es auch geschafft, diesen Antrag auszufüllen, haben den Antrag abgesendet und uns ist dann erst aufgefallen, dass weder Winterungen noch Grünland noch irgendwas von dem, was jeder normale norddeutsche Betrieb anbaut, im Ackerbau, Futterbaubetrieb, nicht förderfähig ist. Es war nicht möglich, die Kriterien von diesem Antrag zu erfüllen. Das ist schon fast Propaganda, wenn man sich in die Öffentlichkeit hinstellt und sagt, wir haben hier Hunderttausende Euro bereitgestellt für die Landwirte und keiner wollte Geld haben. Scheint ja nicht so schlimm zu sein. Also absoluter Schwachsinn. Finde ich ganz, ganz krass. Ich bin ehrenamtlich jetzt auch schon viele Jahre unterwegs und fühle mich eigentlich ziemlich vernachlässigt. Und alle Richtlinien, die gemacht werden, im Ackerbau, im Grünland, es wird immer an uns vorbei gefördert. Und das finde ich eigentlich ist ein Tritt ins Gesicht. Wenn ich dieses Jahr über unsere Getreidebestände fahre und mir angucke, was da steht, dann frage ich mich wirklich ab und zu an, ja, was wir hier noch machen an Mais. Und Winterhafer sind die einzig beiden Früchte, die wir noch anbauen können. Das ist keine besonders tolle Fruchtfolge, aber egal, ob es der Winterroggen ist, ob es die Tritikale ist, selbst die Sommergerste haben sie uns jetzt komplett weggefressen. Es ist schon echt deprimierend. Und wir wollen kein Almosen, wir wollen nur das vergütet bekommen, was praktisch der Staat verschlafen hat, zu regeln, dass man diese Gänse bei Zeiten im Griff bekommt. Ich habe hier von Föhr, von den ersten Betrieben gehört, wo die jungen Generationen mit 12, 13, 14, wo es so langsam aufs Ende der Schule zugeht, dass sie gesagt haben, ich will Landwirt lernen, ich will das weitermachen. Und die gesagt haben, Mensch, mein Junge, mach doch lieber was anderes. Das trifft mich hart. Also da will ich nicht irgendwann stehen. Da hoffe ich, dass sich das bis dahin so geregelt hat, dass ich den Betrieb irgendwann übergeben kann, so wie ich ihn jetzt von meinem Vater kriege.